Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Heute mal ein bisschen anders, und zwar wollte ich mal Sims 4 mit der Facecam aufnehmen. Ich wollte das mal jetzt so halt so als Testweise für Outlast. Und ja, wir legen direkt mal los. Und zwar würde ich als erstes gerne mal in die Galerie schauen. Und zwar... Moment. Ja. Was haben wir dann hier so Neues? Und zwar hatte ich ja bereits bei einer LOL-Folge, glaube ich, erwähnt, dass ich ein Haus selber gebaut habe. Und nicht wundern, ich sitze hier gerade auf meinem Bett und es ist bequemer. Ja, es ist halt bequemer, und ich habe meinen Computertisch auch leider weggeworfen, beziehungsweise weggeschmissen, weil ich mir einen neuen kaufen möchte. Und ja, deswegen sitze ich hier jetzt auf meinem Bett und nehme auf. So, und zwar habe ich ein Haus selber gebaut. Meine Bibliothek müsste das sein. Ich mache mal das ein bisschen leiser. Moment. Sonst höre ich mich selber gar nicht. So. Meine Bibliothek, hier sind die ganzen Sachen, die ich halt erstellt habe oder heruntergeladen habe, halt von Leuten, die das erstellt haben. Und ich habe mein Haus erstellt. Wo war denn das? Ja, hier. LP Softcake Big House habe ich das geschrieben. Und ich habe das zwar selber gebaut und habe das dann in meinem privaten Spiel eingefügt, was ich halt auch privat spiele, habe ich dort eingefügt. Und ich würde das hier jetzt nicht benutzen, sondern ich würde dieses Haus benutzen, was ich privat in meinem Spiel spiele. Also in meinem privaten halt, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, das würde ich gerne spielen. Das Problem ist jedoch, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen muss. Muss ich jetzt erstmal in meinem privaten Spielstand rein und dann das Haus freigeben? Oder wie mache ich das? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Und weil ich möchte ganz gerne, dass die Familie Schmidt dort einzieht, in dieses Haus, was ich selber gebaut habe. Entweder machen wir das jetzt hier in dieser Folge oder eventuell in der nächsten Aufnahme, weil wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann schaffe ich das nicht. Dann müssen wir die Schmidt-Familie leider in ihrem alten Haus lassen. Ich guck mal ganz kurz, wie wir das machen. Ich muss hier erstmal spielen. Und nicht wundern, ich sitze hier genau am Fenster und es strahlt genau auf meine Fresse. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen kann ich jetzt hier gerade nicht so richtig einstellen, weil ich brauche eigentlich einen dunklen Raum und hier drin ist es extrem hell. Und ja, einen Schreibtisch muss ich kaufen, weil ich habe meins jetzt weggeschmissen. Der war ja auch schon alt und hat mir auch nicht mehr gefallen. Ich will einen ganz weißen haben, so ganz weiß. Ja, deswegen, weil ich mein Zimmer jetzt hier neu gestalte sozusagen, brauche ich halt ein paar neue Sachen. So, und zwar, was haben wir hier? Das ist mein privates Spiel. Das ist das Haus, sieht riesengroß aus, wie ihr das sehen könnt. 50x50. Genau, da unten kann man auch meine Familie sehen. Und auf jeden Fall würde ich ganz, ganz gerne dieses Haus auch bei der Familie Schmidt haben, weil ich habe mir echt viel Mühe gegeben und ich will, dass ihr das seht und dass wir halt in dem Haus leben, was ich selber gebaut habe. Und wie gesagt, wenn ihr das Haus haben wollt, einfach in die Galerie rein, in meine Bibliothek, und dann könnt ihr euch das ruckzuck runterladen. Und ja, ich würde sagen, ich muss mir das jetzt erstmal kurz angucken, wie wir das machen. Ich mache mal hier kurz Baumodus. Eventuell klappt es dort, und wenn ja, dann ist es wunderbar, und wenn nicht, dann ja, muss die Familie Schmidt halt in ihrem alten Haus bleiben. Das will ich eigentlich gar nicht so machen. Das Problem ist, ich möchte, es ist hier irgendwie, entweder habe ich das nicht gecheckt oder das ist ein bisschen anders. Und zwar, bei Sims 3 war es ja so, man konnte immer ein neues Spiel machen, und dann konnte zum Beispiel in dem alten Spielstand ist dann meine private Familie gewesen, was ich selber für mich gespielt habe. Und in dem neuen Spielstand war es dann so, also neues Spiel gestartet, und dort war dann halt meine Let's Play Familie, sage ich mal jetzt. Und bei Sims 4 checke ich das irgendwie gar nicht, weil in diesem Spielstand ist jetzt, also in der Gegend, also in dieser Welt, ist jetzt meine Let's Player Familie. Also das, was ich aufnehme. Und
Was spiele ich dann, was ich selber privat spiele? Ich würde das eigentlich gerne trennen wollen, also in verschiedenen Welten sozusagen. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ist ein bisschen merkwürdig, aber naja, so soll das halt eigentlich sein, weil ihr sollt jetzt nicht das sehen, was ich auch privat spiele, ne? Das wäre jetzt ein bisschen, also es wäre jetzt nicht schlimm, aber ich will das halt so getrennt halten, damit das halt auch mehr übersichtlicher ist. Aber muss ich mal gucken, ist hier ein bisschen unbequem, unbequem. Ja, warum dauert das so lange? Die Kameraeinstellung kannst du im Optionsmenü ändern. Lamas werden rasiert. What the hell? Rasiert? Ja, meine Lieben, ich freue mich wirklich, dass ich wieder zurück bin. Wie gesagt, in der letzten LOL-Folge habe ich eigentlich... ich bin auch gerade ein bisschen aufgeregt, das merkt ihr auch bestimmt gerade, wie schnell ich rede. Und ich finde die Wörter nicht, die ich immer suche. Und ja... ich war lange wirklich krank. Ich war 2 Wochen oder so krank. Und weil ich krank war, weil ich nichts gemacht habe in der Zeit, bin ich dann auch noch faul geworden und dann noch eine Woche drüber. Also, ja, insgesamt 3 Wochen war ich jetzt nicht da, weil ich mich erstmal wieder, ja, aufpäppeln müsste. Das ist das Haus. Warum lecken das so? Hello? Das ist das Haus, was ich selber gebaut habe, Leute. Ich finde... Warum leckt denn das? Hey! Oh, das leckt gerade mega. Es leckt gerade übelst. Ich weiß nicht warum. Es könnte sein, weil ich im Hintergrund noch ein paar Programme offen habe. Ich würde sagen, ich mache mir hier ganz kurz einen Schnitt. Ja? Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! Hello guys, und da bin ich wieder. Es leckt immer noch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ganz ehrlich, ich habe alle Programme ausgemacht und ich habe keine Ahnung, warum das jetzt so leckt. Spieloptionen. Hallo? Alter, warum leckt denn das so? Ist ein bisschen merkwürdig. Wahrscheinlich muss ich auch mein... Eigentlich müsste ich meinen PC neu starten. Habe ich jetzt nicht gemacht. Das ist ganz blöd. Ich mache das mal hier weg. Leck mich doch am Arsch. Warum leckt denn das jetzt? Naja, egal. Ich zeige euch mal ganz kurz das Haus. Soll es jetzt kein Let's Play werden. Und zwar, ich will euch nur das Haus zeigen, wie ich das gebaut habe. Und ihr könnt das halt euch runterladen. Das ist die... Moment. Das ist die erste Etage. Wir fangen erstmal hier von vorne an. Es ist ein bisschen laggy, Leute. Es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das werde ich mir später mal anschauen. Und zwar sieht das dann hier so aus. Hier vorne ist der Eingang, ne? So sieht's aus. Hier hinten ist die Treppe. Hier. Da könnt ihr gerne hochlaufen. Und ja, wir zeigen erstmal Außenbereich, wie, dazu, wie ich das gestaltet habe. Ach, jetzt ist alles eigentlich wieder gut. Und zwar, hier habe ich für die Kleine, für meine Kleine, ja, so einen Park gemacht. Ein bisschen mit Sand und hier so Klettergerüst und sowas. Und hier hinten habe ich dann dieses Dingens, wie heißt denn das überhaupt? Wo steht denn das? Garten... Wie heißt das? Observatorium. Das habe ich dann hier. Ja, die brauchen das irgendwie. Keine Ahnung warum. Und, hier auf der anderen Seite habe ich dann so einen Garten gemacht. So einen Gartenbereich. Und zwar habe ich hier so ein paar Pflanzen, ein paar Kräuter, ein paar Früchte gepflanzt. Und ja, so sieht es dann halt aus. Und hier, so ein, da war so eine Ecke, da habe ich einfach so einen Grill hingestellt. Ne? Und hier draußen habe ich dann so ein paar Tisch mit Stuhl. Ich mach mal hier kurz hoch, dann sieht das hier so, das sieht dann hier so aus. Also das ist dann hier komplett zu. Und wenn es regnet, dann passiert halt nichts, ne? So, und ja, so sieht das dann halt draußen aus. So mit Garten und so was. So, dann gehe ich mal hier wieder runter. Und, ach ja, und hier habe ich dann halt so einen kleinen Teich, so einen Brunnen. Mit Baum und ein paar Pflanzen und sowas. Ja, so, dann kommen wir mal jetzt hier rein. Ganz kurz.
So, und drinnen sieht es dann halt so aus. Ich zeige euch erstmal hier von dieser Perspektive. Und zwar sieht das, ganz ehrlich, ich hatte gar nicht gedacht, dass ich so talentiert beim Bauen bin. Und ja, dieses Haus, also das ist dann hier komplettes Wohnzimmer, beziehungsweise jetzt dieser Bereich, was ich euch gerade zeige. Dann habe ich hier so ein Dingens gemacht und so eine Wand mit so Türen, die offen sind. Oh, ja, und dann habe ich halt. War da keine Pflanze oder so? Naja, egal. Und dann zum Beispiel. Ah, hier in meine Bibliothek speichern. Was ist das denn? Grundstück speichern. Ja, Grundstück speichern. Beschreibung. Ja, das ist jetzt das komplette Haus. Ich mach mal hier, wie mache ich denn das? Hier, ne? Gut, Eichhof heißt das jetzt. Okay, gut. Dann soll das mal speichern. Ich weiß nicht warum. Du hast ein Grundstück gespeichert. Gut, Eichhof. Okay. So, ich weiß nicht, woran das liegt, Leute, ganz ehrlich. Dieses ganze. Das weiß ich nicht. Also ganz ehrlich. Muss ich mich bitte mal anschauen. Oder eventuell auch den PC neu starten, beziehungsweise den Laptop. Das ist dann halt mein Wohnzimmer. Und das habe ich dann so gestaltet. Und sieht halt so aus. Ich zeige euch das mal. Das ist hier Kamin. Und ja, die paar Sachen sind halt von der TSR-Seite, Leute. Da gibt es echt geniale Sachen jetzt. Müsst ihr euch mal anschauen. Und ja, hier so ein Musikrekorder mit so ein. Das sieht richtig genial aus. Und dann hier diese Schränke und so was habe ich runtergeladen. Finde ich ganz Hammer. Und diese Sitzbereiche und den Tisch und so was habe ich auch runtergeladen. Und ja, das hier ist dann der Eingang. Und hier habe ich dann halt so ein paar Schuhe und so was hingepackt. Wisst ihr was? Ich zeige euch das mal so. Kann ich das nicht so machen? Moment. Nee, weil ich im Baumodus bin. Scheiße. Verdammt. Achso, da kann ich das nur speichern. Okay. Egal, dann zeige ich euch das mal einfach so. Und. Das ist dann hier halt der Eingang, ne, hier. Dann habe ich hier so ein paar Sachen hingepackt und hier auch so, das ist auch runtergeladen worden. Und ja, so sieht es dann hier aus. Ich zeige euch das mal nur kurz. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch das runterladen. Das ist dann meine Küche. Habe ich auch alles selber gemacht. Und ja, so sieht es dann aus. Ich zoome mal ein bisschen raus. So sieht es dann halt aus, die Küche, ne? Hier ist der Sitzbereich und hier haben wir auch noch so Theken und so was. Und hier hinten ist dann mein Kühlschrank und so was. Und ja, so sieht es halt aus. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch das gerne runterladen. Und ich würde mich auch ganz ehrlich freuen, wenn ihr mir auf der, also in meiner Bibliothek auch mir mal schreibt oder auch mal was liked und keine Ahnung, was auch immer. Würde mich auf jeden Fall mal freuen. Und das ist dann halt die Treppe für die nächste Etage. Das zeige ich euch gleich. Und hier hinten haben wir dann so einen kleinen Bereich. Also durch dieses Abtrennwand hier, ne? Haben wir so einen kleinen Bereich. Und das ist dann der Sitzplatz, also der Arbeitsplatz für Olli. Ja, ganz super und schön gestaltet. Und gut. So, die untere Etage ist noch nicht fertig. Hier, dieses Zimmer habe ich noch freigelassen, weil ich da noch so eine Idee habe, was ich damit mache. Das kommt erst später alles. Und das ist dann das Schlafzimmer von der lieben Nina und der lieben Olli. Das ist dann so, ich zeige euch das mal. Huch. Nein, egal. Das sieht dann halt so aus. Hier habe ich so ein paar Bilder draufgehangen und dann ist hier so, ne? So ein Bücherregal und hier ist dann Arbeitsplatz von der Nina. Und hier habe ich dann noch so einen Fernsehbereich gemacht für die. Und huch! Das dürft ihr doch gar nicht sehen. Na egal, das ist ja eigentlich nicht die Schmidt-Familie. Von daher könnt ihr das eigentlich sehen. Das ist ja mein privates Spiel. Und ja, hier haben wir dann halt Schlafzimmerbereich und Klavier mit Kamin und so was. Und dann habe ich hier so einen extra Raum gemacht. Also
im Schlafzimmer noch einen extra Bereich und extra Raum. Dort ist dann halt, wie heißt denn das? Kleiderraum. Da, wo die halt so ihre Sachen und so weiter haben. Ich zeige euch das mal, kann ich... Oder ich mach mal hier kurz. So. Was da alles drin ist, könnt ihr halt sehen. So sieht's dann halt aus. Ne? So ein kleiner Bereich. Da habe ich auch so ein Kleidchen gehangen und ein Rock ist auch runtergeladen worden, Leute. Ihr müsst mal echt auf der TSR-Seite gucken. Da gibt's echt geniale Sachen jetzt. Und langsam... Oh, Mist. Langsam werden es halt immer mehr. Also die Sachen. Und hey! So. So. Und dann haben wir hier noch ein Badezimmer. Das zeige ich euch auch mal. Das sieht dann halt so aus. Moment, ich mach das mal hier kurz wieder runter. Schwupps. So. Also wie heißt denn das? Man kann halt vom Schlafzimmer direkt ins Badezimmer und dann halt hier raus, ne? So sieht's dann halt aus. Also ich mach mal so, damit ihr so besser sehen könnt. Das ist das Badezimmer. Und dann haben wir hier so einen kleinen Bereich für die liebe Lucia, das Kinderzimmer. Also nicht klein, es ist schon riesengroß für ein Kinderzimmer auf jeden Fall. Und diese Schränke sind hier auch runtergeladen worden. Und ja, alles schön und gut gestaltet, wie immer. Ja. Hier auch so ein Fernsehbereich und hier hinten, Computerbereich, Computertisch und hier ist das Schlafbereich. Ja, so sieht's halt aus. Wenn ihr das möchtet, Leute, das ist jetzt, also das aktuelle Haus ist, heißt jetzt gut Eichhof. Ich habe das jetzt nicht geändert. Das könnt ihr in meiner Bibliothek sehen und dann könnt ihr euch das direkt runterladen und dann einfach platzieren. Ja, super und easy. Und dann haben wir hier noch so einen kleinen engen Bereich. Das ist so ein Flur. Das geht dann halt durch dieses Zimmer hier, was leer steht. Da kommt noch was anderes hin. Dann kann man hier durch. Dann ist man hier in diesem engen, schmalen Raum. So einen Flur habe ich dann gemacht. Und dann kann man dort hier zu Lucias Zimmer direkt und auch hier zur Toilette, beziehungsweise ins Badezimmer. Das ist das Badezimmer dann für die Kinder. So sieht es dann halt aus. Ich zeige euch das mal so jetzt von... ja. Das Blöde ist, ich bin gerade im Baumodus und deswegen kann ich jetzt nicht mit dieser anderen Kamera euch das zeigen. Ist ja auch jetzt relativ egal. Und ja, so sieht das halt dann aus. Das Badezimmer für die Kinder. Ne? Und ich würde mich echt tierisch freuen, wenn ihr das Video bewertet und auch einen Daumen hoch da lässt und auch schöne Kommentare schreibt. Weil ich habe mir echt Mühe gegeben, Leute. Und es würde mich mal interessieren... wer das alles runtergeladen hat oder das runterladen möchte in den Kommentaren, ja, würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren. Und ja, eigentlich war es das hier jetzt mit dem unteren Bereich. Ne? Mehr haben wir ja hier nicht. Genau. Dann können wir ein Stockwerkchen höher gehen. So, dann fangen wir mal hier von der anderen Seite an. So habe ich hier so einen kleinen Bereich gemacht. Einfach so, keine Ahnung, einfach so. So. Hier haben wir einen Riesenraum, Leute. Das ist so ein Fitnessbereich, Sitzbereich, Chill-Lounge einfach mal, ne? So Fitnessbereich und, ja, wie gesagt, hab hier so ein paar Fitnessgeräte hingepackt und ein paar Spiegeln und hier ist wieder so ein Abtrennwand, hier hinten so Abtrennwände mit Spiegeln verziert. Ich kann kein Deutsch mehr. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Oh mein Gott, wie peinlich sogar, das kann ich nicht sagen, oh mein Gott. So, ja, auf jeden Fall hier so ein Bereich, auch so mit Spiegeln, jede Menge Spiegeln. Und ja, so, hier hinten haben wir dann Badezimmer, beziehungsweise Toilette und Dusche und so ein Scheiß, ne, weil... Die trainieren hier und die Freunde und so kommen ja auch. Ne? Und dann könnt ihr hier duschen und kacken und pissen und was auch immer die machen wollen. So. Das ist dann halt das dritte Badezimmer. So sieht es dann halt aus. So. So ein Riesenbereich, nur Fitnessbereich. Und dann haben wir hier wieder so einen schmalen Bereich, wie ihr das sehen könnt. Hier. Das geht dann hier in diesem Zimmer. Ja, in dieses Zimmer. Und das ist dann halt so ein Partyraum, nenne ich das mal. Das ist so ein, ja, Chill-Lounge, Party-Lounge, Partybereich. Oder ja, einfach nur so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier so ein bisschen
Schränke und so was, mit Gläser, mit Whisky und so ein Scheiß. Und ja, einfach mal hier so zum Feiern, wenn die Familie mal was feiert, dann könnt ihr das hier drin machen. Hier so eine Spielecke und sowas alles. Ne? Hier so unterhalten. Ihr habt gerade gepopelt, falls ihr das gesehen habt. Und ja, einfach mal so eine Ecke. Und ansonsten, was haben wir hier noch so? Hier haben wir wieder so eine, ja, wieder so eine Ecke, beziehungsweise so ein, da wo die jetzt hier in die Etage hoch können. Auch einfach mal so einen Flurbereich gemacht. Ja, ich wusste nicht, was da rein soll, deswegen, weil musste einfach sein. So einfach mal so einen Eckbereich zum Lesen und was weiß ich, ne? So, die untere, die zweite Etage wäre eigentlich somit erledigt. Dann kommen wir mal hier nach oben. Wie ihr sehen könnt, ist das hier alles noch leer. Das muss ich noch machen. Ich weiß nur nicht, was ich da alles reinmachen soll. Wahrscheinlich auch wieder Schlafzimmer oder sonst was. Muss ich mir mal anschauen. Und ich wollte euch jetzt nur hier mal zeigen, wie ich das so gestaltet habe. Das könnt ihr auch ganz beliebig eurer Meinung nach, also nach eurer Meinung gestalten, wenn ihr das Haus euch runterladet. Vielleicht auch mal wieder, wenn ihr viele Kinder haben wollt, einfach mal ganz viele Kinderzimmer hier oben machen und ein Schlafzimmer oder was weiß ich, ein Gästezimmer, wenn eure Freunde zu euch kommen. Und hier kommen die halt hoch, ne? Und dann habe ich hier wieder so einen offenen Bereich, das ist hier so offen, Entschuldigung, so ein offener Bereich und ich finde es eigentlich richtig geil, dass man, weil man kann überall durchschauen, ne? Hier auf die Seite und danach hier auf die andere Seite. Warte mal, ich mache mal hier ganz kurz so. Genau, das ist hier halt offen, wie ihr das sehen könnt. Einfach so ein Durchgang ist das zum anderen Zimmer hier. Und zwar zu diesem, meine Nase juckt. Und zwar zu diesem Zimmer hier. Ich mache mal das jetzt wieder runter, ne? Hier zu diesem Zimmer einfach so ein Durchgang. Wenn die, von wo kommt die eigentlich hoch? Ich habe ja hier gar keine Treppe reingemacht. Ist ja auch relativ egal jetzt. Also hier hinten gibt es nur eine Treppe. Genau hier. Und dann könnt ihr hier so rein und dann tralala, pipapo. Ja, wie gesagt. Und dann könnt ihr halt hier so durch dieses Gang durchlaufen. Und dann hier wieder so eine offene Tür. Dann habe ich hier oben, das ist das Schönste, was an dem ganzen Haus mir gefällt. Und zwar dieses Pool hier. Habe ich richtig toll hinbekommen. Ich bin so stolz auf mich. Auf jeden Fall dieses Pool hier gefällt mir am meisten. Das habe ich dann einfach mal so, ich zeige euch das mal, wie das hier so aussieht. So seitlich sieht es dann halt so aus mit Gläser, ne? Also mit Fenster und so was. Und hier haben wir dann einen Balkon und hier haben wir auch noch einen Balkon, so eine Terrasse. Finde ich richtig geil. Also ich weiß gar nicht, woher mir die Ideen gekommen sind. Ich habe es einfach spontan gemacht und ich saß wirklich stundenlang dran, ne? Und mindestens 5-6 Stunden oder so. Ohne Pause. Ich wollte es einfach mal durchziehen. Und mir kamen dann so viele Ideen in meinen Kopf und habe es dann einfach so rausgelassen. Und hier haben wir dann halt auch so eine Terrasse mit Pool, ne? Wie ihr das sehen könnt. Hier haben wir wieder so einen Barbereich. Und falls die abends hier dann so Poolpartys und sowas machen, finde ich richtig, richtig hammergeil. Also habe ich echt gut hinbekommen, muss ich sagen. Und ihr müsst mir ganz, ganz viele Kommentare schreiben und sagen, wie es euch gefällt. Und ja, das Haus ist für euch. Ihr könnt es einfach runterladen. Es ist in meiner Bibliothek gespeichert. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat, Leute. Ich würde hier gerne einen Schnitt machen, sonst wird die Folge noch eine Stunde lang. Keine Ahnung, wie lange ich schon aufnehme. Und ja, wie gesagt, und in der nächsten Folge, wenn ihr möchtet, werde ich dann die Schmidt-Familie in dieses Haus hier einziehen lassen. Das ist dann viel schöner, wenn die Familie in dem Haus wohnt, das, was ich selbst erstellt habe. Das ist richtig schön. Und wenn ihr das möchtet, kann ich das ganz, ganz gerne machen. Und ihr müsst mir das nur in den Kommentaren schreiben, dass ihr das möchtet. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und ich freue mich, dass ich wieder da bin. Und ich hoffe, ihr auch. Also, Leute, nach Sims 4, nach dieser Aufnahme, kommt eventuell abends auch Outlast. Ich muss nur mal richtig reinkommen. Und eine Folge, ich muss euch sagen, eine Folge wurde leider übersprungen bei Outlast. Die Folge ist einfach futsch, weil ich dachte, es funktioniert mit der Facecam. Und habe es dann einfach mal aufgenommen. So, und dann habe ich gesehen, dass es gar nicht meinen Ton aufgenommen hat. Und es hat ja schon gespeichert. Und deswegen fängt es jetzt von dort an, da wo es gespeichert hat. Und deswegen
ist in diesem, also ist, es ist in dieser Folge eigentlich nicht viel passiert. Da habe ich mich jetzt nicht so erschrocken oder sowas. Es ist einfach nur halt so eine langweilige Folge gewesen. Von daher ist jetzt nicht besonders viel passiert. Und deswegen fängt es von dort an, da wo es halt gespeichert, weil es speichert ja automatisch, wenn ich das Spiel beende. Und deswegen ist ein bisschen so ein kleiner Abschnitt weg. Also nicht sauer sein. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat, Leute. Und wenn ihr mehr so eine Videos sehen wollt oder wenn ihr, ja, keine Ahnung, wenn euch das Haus gefallen hat, dann einfach einen Daumen hoch da lassen und einen netten Kommentar schreiben. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und wir sehen uns einfach bei der nächsten Aufnahme. Also bis dann. Tschüss.